Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Try-Jump-Challenge zusammen mit German Let's Play. Hallo. Hi, ich gucke gleich wieder hoch, aber wir können nochmal hochgucken. Ach so. Hi, hi. Okay, hi, Screen, hi. Hallo. Hi, hi. Oh, oh. Wir haben eine fantastische Challenge, die wir jetzt noch nicht namentlich benennen können, aber wir werden es vermutlich. Emmanuel L. Jackson Challenge. Genau. Willst du sie kurz erklären? Ja. Tun Sie dies. Ach, jetzt? Ja, okay. Ich dachte am Ende des Parts. Also das, ich glaube, da durch diese Sache kamen wir dann auch wieder auf, oder du auf die Challenges, kann das sein? Das stimmt, genau, wir beide, genau. Genau, das war eine gemeinschaftliche Produktion. Auf jeden Fall ist das Ganze so aufgebaut. Wir werden uns gleich ganz am Ende nur Waffen kaufen. Oder halt extra Herz, je nachdem, was wir geil finden. Und keine Rüstung. Wir müssen probieren, Leute zu töten, die eine fette Rüstung haben, um die dann anzuziehen. Und ja, ich bin gespannt. Das ist nämlich ziemlich interessant. Denn am Ende könnten wir dann richtig krass OP sein. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Wollen wir denn auf die extra Herzen dann auch gehen? Das finde ich eigentlich ganz nice. Dann wollen wir mal gucken, ob wir dann alles vollkriegen. Das glaube ich, kriegen wir nicht. Nee, ich glaub, wie viel kosten denn? Wie viel kostet ein Herz? 200. Weißt du das? 200 nur? Ja, also 2000 Tüge. Punkte brauchen wir dafür. Boah, das wäre echt. Das wäre der Hammer. Crazy, Alter. Oder? Das machen wir. Das machen wir. Ich bin schon richtig gespannt. Ja, aber dann haben wir nachher keine Waffe. Obwohl 2000 schaffe ich eigentlich immer. Ein Eisenschwert soll es schon sein, nehme ich mal an. Ach, ja, komm. Genau. Bei mir leckt sie gerade halt ein bisschen. Ich muss ein bisschen runterstellen hier. Weil wir wollen ja nicht, dass Bergmann dann hier, ne, wieder Probleme bei der Aufnahme hat. Ach komm, Alter, was ist denn gerade los? Welche Unit bist du? Ich bin krass. Ich bin noch drei. Einfach mal so eingeworfen. Ich bin krass, Leute. Ich bin krass, Leute. Also, was ist los, Baggy? Ich bin krass. Ich bin jetzt vier. Und wie geht's dir sonst? Ich bin krass. Ja. Aber das ist ja eigentlich nichts, was du den Leuten jetzt noch groß erzählen musst, weil das ist nee, ja. Nee, das merkt man ja schon an meinem Namen, ne? Mein Name ist Jackson. Immer wenn ich lange kein Superjump. Oh, immer wenn ich lange kein Tri-Jump spiele. Oh, Salz in die Wunde. Dann. Bist du scheiße? Bin ich wirklich super scheiße, ja. Ich spiel's auch tatsächlich in letzter Zeit wieder nur in den Aufnahmen mit dir. Oh, Alter, das war knapp. Als bin ich schuld. Nein, wieso? Ganz im Gegenteil. Ohne dich würde ich es ja gar nicht spielen. Verstehst du? Hast deinen eigenen Server. Oh, was mache ich denn? Nein, ich hasse ihn überhaupt nicht. Ich liebe ihn, aber ich bin einfach momentan immer noch ein bisschen mit dem Finale beschäftigt. Übrigens, Leute, wenn ihr dieses Video seht, ne, dann nach dem Schauen unbedingt mal das Inselfinale auschecken. Das ist nämlich online. Legendär. Manu hat's schon lange vor euch gesehen. Und stimmt, hat, so zwei Wochen oder so bestimmt, ne? Und hat, glaube ich, echt, kann man auch nicht anders sagen, du hast geweint. Ja. Stimmt. Ja, ich back hier gerade. Dass du mir gar keine Wörter in den Mund legst oder so. Na, tu ich doch gar nicht. Geweint. Nein, da wird's auch mal einen Trailer geben. Mann, ey, ohne Mist, dein scheiß Server-Team, ne? Ja, das Krümelmonster-Drecksding. Wer kam auf diese Idee? Warum macht man denn da am Anfang so einen Sprung rein? Das ist wirklich fies. Ich will den Namen von demjenigen wissen, der das erfunden hat, bitte. Ich verzweifle gerade echt schon an den vermeintlichen Kannst du den Namen sagen? Ja, Fraggles. Fraggles? Fraggles. Nee, ich weiß es nicht. Das haben wir auch bewusst, haben wir es nicht unten reingeschrieben, eben um auch unsere Architekten zu schützen vor Mordangriffen. Achso. Boah, Erdogan. Ich bin jetzt erst bei... Bitte? Ich bin jetzt erst bei Edgar. Kannst du dir das vorstellen? Ich bin bei 9. Ich bin echt schlecht, ey. Ich bin echt schlecht. Alter, ich springe gerade auch runter, wo... So, ich mache eine neue Challenge jetzt. Ich fahre jetzt kein einziges mehr runter. Schaff mal ein Modul-Challenge. Genau. Ich fahre jetzt echt kein einziges Mal mehr runter-Challenge. Das ist... Wo muss ich denn lang? Da unten und dann da oben. Ja, was ist denn das für eine Challenge? Oh, was, ich rutsch immer ab. Wenn du es dann nicht schaffst, was passiert dann? Ja, ich hab's gerade schon nicht geschafft. Fängt mal neu an jetzt. Oh. Ja. Ich verstehe den Sinn nicht. Ich auch nicht. Das ist aber bei den Challenges auch nicht das Problem. Das hat noch nie jemand gestört. Oh, jetzt wäre ich fast wieder runtergefallen. Ich weiß gar nicht, wie viele Challenges ich auch bei Bad Wars und sowas ich einfach auch schon nach 5 Minuten nicht geschafft habe und trotzdem gab es so eine 15 Minuten Folge, weil ich es nicht gemerkt habe. Ja? Hä? Was? Ach so, du hast dich gemerkt, dass du es nicht geschafft hast. Ja, genau. Ich hatte dann irgendwie, keine Ahnung, mach das und das und das. Aber dann habe ich das halt die ganze Zeit gemacht, ohne es zu merken. Oder habe nicht gewusst, dass das da mit limitiert ist. Oh Gott, bei diesen wie ganzen, grausam. Bei diesen ganzen, zieh das nicht an und mach das nicht. Da gab's ja. Und direkt mal angezogen. Ach, ups, sorry, Leute. Ja, genau, wusste so. Nicht. Ich habe es ja nicht gemerkt. Erst nach der 50-Minuten-Aufnahme in den Kommentaren dann.
Ja, aber die haben Leute am trotzdem. Nach Spaß der gehabt. 50 Minuten Aufnahme ja. Treib halt drin. Ja, weißt du, wie viele Folgen von Bad Wars es gibt, die 50 Minuten gehen? Ja. Viele. Du hast da letztens. Wo war das denn? Bei deinem Product Placement? Eine Runde eingeblendet. Bad Wars Runde. Ich weiß noch, dass ich mich damals komplett totgelacht habe. Ich habe echt. Lager? Ich habe, glaube ich, geschwitzt, ja. Ja, das war doch in ich unserer glaub, Folge, als wir über die Challenges so geredet lustig. Haben. Als wir über die Challenges geredet haben, habe ich es eingeblendet in unserer Folge. Ja, der Typ, der das Lager gebaut hat, der war großartig. Kurz nochmal für die, die nicht wissen, worum es geht, war halt Bad Wars Challenge, die nannte sich die GTA Challenge und war genauso wie die erste Tri-Jump Challenge, die Mal und ich gemacht haben. Die verlinke ich euch auch unten. Handelte die davon, dass man halt im F5-Modus spielt. Eine Runde Bad Wars. Stellt euch mal vor, also in diesem Modus hier. Super schwierig. Und wir hatten einen Teammate, das haben wir aber erst so nach 20 Minuten gemerkt, aus irgendeinem Grund auf die Idee kam, unter unserer Base aus Sandstein ein Lager zu bauen. So geil. Indem man dann in Truhen irgendwie Gold platzierte und das Eisen. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wo geht das Eisen hin? Wo geht das Gold hin? Und haben halt die ganze Zeit irgendwie. Und warum, was bringt können. Das hier? Also, als er das dann gesehen hat, ich habe nur noch gefragt, warum? Und dann so ein paar Minuten später haut er einfach raus. Mein Lager ist unnötig. Das war der Hammer. Jetzt die liebe Grüße, falls du zuschaust. Das hattest du doch auch vor den Lachanfall. Ja, das war großartig. Ich so gelacht, ey. Ja. Das waren gute Zeiten. Das ist richtig der Eichelkäse aus meinem Auge rausgeflutscht. Mann, was ist denn los mit deinem Vokabular, Mensch? Wir sind ja das auf meinem von Kanal. Dir. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich jetzt tatsächlich. Wie denn? Doch. Mann, du kannst mal aufhören, sowas zu sagen. Was ist denn das für ein Modul hier? Rocket eigentlich? Also ich schaff das. Ja, eben, da bin ich schon seit 10 Minuten. Ich schaffe es nicht. Ja. Aber wer bist du denn? Du bist der Brider vermutlich, ne? Ich bin Manuel. Ah ja, okay. Ich halt schaff's nicht. Bitte Tim. Ja, Brider, genau. Ach, du bist die andere Maschine, die es dir gerade verschafft. Ja. Dann warte vorm Ziel, oder? Ja, ja, klar. Aber ich bin mein Wie viele Punkte hast du? 1900 nur. Oh, 2400. Ja, ich bin sau oft runtergefallen. Ich habe kaum ein Modul ohne Hilfe geschafft. Heute war ich echt doof. Du kannst die Trapdoors auch oben machen, ne? Ich verstehe das Modul. Ja, ich weiß. Ich verstehe aber nicht, wie das geht. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, ja. Ich bin dann erklär mir mal kurz, wie das geht. Ja, springen, genau. Jetzt springen, springen. Nochmal springen, springen. Und hier, den Sprung. Ja, da bin ich schon seit einer Stunde. Ja, da musst du halt richtig gut springen. Ja, ach so. Und, genau, und warum ist der Sprung so schwer? Du darfst halt nicht abbremsen. Jetzt die Zacke und auf der letzten. Das war schon halb. Du musst halt springen, Manu. Das ist ganz wichtig. So. Genau. Ach lol, das wusste ich nicht. Ja, ja. Filmst du mich etwa gerade? Jetzt bin ich richtig nervös. Ja, das ist aber der meiste. Den Fehler machen die meisten, dass sie nicht springen. Bei Tri-Jump. Ja, aber wie soll man das denn. Woher soll man das denn auch wissen? Bist du, also, du bist der Brider? Warte mal. Ja, ich bin Brider. Aber der schafft's gerade. Der schafft's gerade jemand anderes. Ich geh ins Ziel, ja? Nein, warte, wenn das. Ja, meinst du, er schafft es? Ich weiß es nicht, Manu. Warum ist hier noch so ein Sprung, ich den ich garantiert verkacke? Warte. Ich geh jetzt rein. Ja, ich hab's. Nice, Alter. Brider, Alter. High five, komm, high five rüber. Mach high five rüber. Ne? Wink. Bist du da? Ja, hier, hi. Okay. Hi. Yeah. Okay, ja. Manu, was jetzt? Kauf dir jetzt ein Schwert. Mhm. Achso, Ein Eisenschwert, ein, ne? Ein Eisenschwert, genau. Okay, hab ich. So, pass auf. Und lass jetzt einfach mal, wie teuer ist denn Leder? Lass uns Seele kaufen, das kostet fast gar nichts. Hab ich. Und jetzt? Nur Spezial Bonusherzen. Okay. Ich habe alles, ich habe eine Errungenschaft, ich habe 20 Herzen. Du hast eine Errungenschaft bekommen? What the fuck, ja. Ich hab leider nur 17, glaube ich. What the fuck? Ja. Und jetzt schade. Ein bisschen Nahrung. Jetzt habe ich halt kein verzaubertes Schwert oder so. Ich kann dir essen, wenn du brauchst. Nee, Nahrung habe ich. Ich gehe nochmal auf Pfeile für den Fall, genau. Ja. Dass jemand irgendwie Bogen verliert. Okay, nice, Alter, nice. Wir sind so freaky. Wir sind halt richtig, ein richtig krasser Wanted. Wir müssen uns sofort treffen. Wie heißt du? Retakus, ne? Ja. Ich bin Brider, denk dran. Brider, Alter. Brider und Iritakus. Aber auch schön, wie wir in der Abstaub-Challenge irgendwie nur zu viert sind. Also ja, sehe ich auch gerade. Da müssen sau viele Leute geliefert haben. Ja. Ja, bei dem Modul aber auch kein Wunder. Ja. Echt der größte Bullshit. Manu, wir schaffen das trotzdem, okay? Ja, lass uns echt einfach auf irgendeinen Opfer gehen. Ja. Der muss sein blaues Wunder erleben. Bitte? Auf uns gegenseitig, weil wir sind beide schlecht. Das stimmt. Please skip. Skype? Ich hab kein Skype. Skype ist gehackt. Ist noch da? Okay. Ja, ich hab noch. Da ist einer.
Erde mich, Alter. Dein verzauberte Schwert. Ich seh dich, Bryder. Lass ab. Ich bin. Was? Wie viel ich hab ihn, Schaden? Ich hab ihn, glaube ich, nicht. Denn? Ich glaube, ich bin irgendwie. Ich weiß nicht. Hinter mir ist einer, Manu. Ah, ich seh's. What okay. The fuck? Boah, wie viel Schaden krieg ich? Wie viel Schaden? Ich sterbe gerade. Ich box ihn weg. Ich renn. Wir müssen uns immer abwechseln. Ja, krieg ihn. Oh, er hat mich fast. Nice, sehr gut. Renn. Oh, ich sehe ihn. Bist du gerade auf mich gegangen? Nee, auf ihn, weil ich unsichtbar. Er war unsichtbar für mich, ich habe ihn nicht gesehen. Ficker. Hallo, das bin ich. Ich drück ihn entgegen. Ja. Okay, ablöse. Ich habe kein Leben, ne? Achso, nein. Nice. Kein Leben, Alter, lol. Krass, wie viel bringt denn bitte eine Eisenrüstung im Vergleich zu einer... Oh, der kommt ja näher, okay. Okay, ja, Tag Team. Du musst ihn haben, ich bin gleich tot. Hab ich einmal erwischt? Oh. Ich bin gleich tot. Hab ihn. Nice. Noch einmal. Er kommt. Da kommt, ein anderer. Da kommen zwei. Ist das derselbe? Komm mal mit. Scheiße, ja, wir werden genudelt. Wir werden jetzt gleich sowas. Nein, wir werden nicht genudelt. Komm. Wir müssen seine Items haben. Ich glaube, der ist hinter uns. Die fighten doch gerade. Hier, da hinten. Komm, lass ihn. Da ist hin. Warte. Da ist er doch. Ja. Nice, ich booste dich. Ja! Ja, nice. Ich wollte nicht mehr. Ich hab's, egal. Ich bin gestorben. Max, mehr und ich werde sterben. Die kommen. Ich bring sie mit. Ich bin tot. Ja, geil. Du wurdest hingeboostet. Ja. Ich bin jetzt tot. Ich hab gerade einen noch gekillt. Und da liegen auch die ganzen Items von ihm, glaube ich. Ja, okay. Aber der. Oh Gott, Manu, ich hab ein Problem. Renn einfach nur noch weg. Wo bist du, Manu? Ich renn zu dir. Genau richtig. Achso, das bist du. Okay, nice. Oh, ja. Du hast eine Eisenrüstung. Wie nice. Ja, hinter dir. Hinter dir ist auch einer. Ist mir egal. Okay, ich hab ihn. Oh Gott. Warte. Ich komm, Mann. Renn. 4 Herzen. Okay, dann schlage ich ihn jetzt lieber nicht, damit ich ihn nicht booste. Oh Gott, Manu! Ich hab Probleme, Manu. Renn einfach, ich seh's. Bist du irgendwo? Ja, renn einfach. Eigentlich bin ich hinter dir, genau, aber warte, ich hol dich ab. Ich hab ihn ausgetrickst! Du bist so eine Maschine, ich glaub, ich seh dich. Bist du das? Oh, Alter, Alter. Der Typ ist bei Manu mir. Manu, bitte nicht. Ich bin gerade voll geworden. Renn hoch. Scheiße. Ich seh dich, die verfolgen dich beide. Ich hab fast 11 Herzen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Manu. Der boostet dich. Nee, die schlagen sich gegenseitig. Okay. Scheiße. Das ist so kritisch gerade. Renn weg, Manu. Ich hab beide gut getroffen. Scheiße. Nice. Ich opfer mich. Ich bin tot. Du bist komplett Game Over? Ja, ich bin komplett Game Over. Ich wollte nicht, dass du stirbst. Du hast ihn, ja, Alter. Ja, ich weiß. Aber jetzt musst du... Okay, also das ist echt krass. Hätte ich nicht gedacht. Aber wir haben auch Pech. Also normalerweise... Wenn mehr Leute drin wären, dann... Ja, Das wird gehen. Ich muss ihn noch fertig machen, Alter. Ja, das ist doof. Ich bin immer noch nicht ansatzweise voll. Wir haben Reggae erstmal. Ja. Ich renn weg. Mach mich stolz, Manu. Du musst uns jetzt rennen, weil dann haben wir die Challenge trotzdem gewonnen. Es liegt ja alles an dir jetzt. Ja, aber er hat 2 Leben und ich bin nicht mal voll. Ja, dann Reggae ist was. Ja. Oh Gott. Aber du hast zumindest eine Rüstung und ein Schwert. Gut, das verzauberte Schwert fehlt dir halt. Manu, ja. Vorsicht. Oh, nice. Schön ausgetrickst. Fuck, das war dumm. Was schreibt er? Können Sie bitte stehen bleiben? Ich weiß, wie ich heiße. Okay, cool. Verstehe ich nicht. Fuck. Wie viele Herzen hast du? Nicht mal voll. Also nicht mal 10. Nicht mal 10? Deswegen renne ich auch weg. Ja, deswegen renne ich. Dann Reggae. Ich muss erstmal irgendwie rennen. Versuch Ideallinie zu laufen, sonst trickst du dich aus. Wie hat er dich getroffen, Alter? Krass. Keine Ahnung. Mega Range gehabt. Vielleicht gehst du auch mal hoch? Nicht von unten! Ja, fuck. Ich bin tot. Ich bin was? Ich bin einfach nur runtergefallen. Schade. Ja. Das ist echt schade. Das heißt, jetzt müsst ihr euch so wetten, dass so zerfallene Buchstaben vorstellen in der Nachbearbeitung. Schaffe ich leider nicht, weil ich kann das nicht. Aber Manu, wir haben es trotzdem, wir haben unser Bestes gegeben und ich glaube, es wäre möglich gewesen. Wir können es ja nochmal... Das müssen wir nochmal in einer richtig vollen Runde machen. Das machen wir auf jeden Fall. Und wenn ihr auch eine coole Try-Jump-Challenge habt, dann schreibt sie auf jeden Fall unten in die Kommentare und schaut auch bei dem lieben Manuel vorbei, auf jeden Fall. Lasst eine Bewertung da und schaut auf jeden Fall auch bei Insel, dem Finale und bei Desperado vorbei. Einen fantastischen Tag für euch. Macht's gut, Manu. Vielen Dank fürs dabei sein. Tschüss, euer Bergmann.